Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play DuckTales. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Oh Mann, in dieser Höhle ist es ja ein bisschen düster. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem noch alles finden, oder? Die ganzen Panzerknacker hier sind ja kein Problem, wollte ich gerade sagen. Und dann wurde ich von einem getroffen. Ha, immer wieder schön. Wenn man sowas sagt, dann landet man irgendwie immer auf der Schnauze. So, wo ist jetzt hier... Ah ja, da ist die Truhe. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da keine Truhe gewesen wäre, weil warum zum Teufel sollte da sonst ein Dingens versteckt sein? Eine Kugel halt, ne? So, was kann man hier gewinnen? Oh, ein paar Diamanten. Sehr gut. Ich meine, hey, wer eine 2 Millionen Dollar Münze einfach so aus der Tasche verliert, 2 Millionen Dollar Note, dem kann es ja doch nicht so schlecht gehen. Oder wie seht ihr das, Leute? Oh, das Unbesiegbarkeitsding. Da crashen wir doch jetzt einfach mal schnell durch. Ah, okay. Es sei denn, hier gibt es irgendwo wieder Diamanten zu gewinnen. Dann kann ich ja nicht widerstehen. Außer bei den kleinen Diamanten. Den habe ich zurückgelassen. Oh, guck mal hier. Da gibt es wieder einen Geheimgang irgendwo. Oder? Ja, das ist ein Geheimgang. Wie kommen wir da wohl am besten hin? Ich hätte ja geschätzt von hier. Ja, wirklich von hier. Oh, da ist sogar, glaube ich, ein neuer Herzcontainer für uns. Was? Ja, das sechste Herz. Wow. Das ist doch schon mal ein Anfang. Bam. Mit dem Panzerknacker auch wieder erwischt. Und dann klettern wir jetzt hier an diesem Seil herunter. Oha, es geht schon langsam Richtung Endboss. Der Boss der Bosse. Ich weiß nicht genau, wer jetzt hier auf uns wartet. Irgend so ein Marsmännchen vielleicht oder ein Panzerknacker halt, weil hier sind ja so viele Panzerknacker reingerannt. Da ist auf jeden Fall der grüne Käse. Nein, die Ratte. Ach du heilige Scheiße. Great Scott! I thought that stuff was supposed to be an anti-aging culture, not an instant growth fungus. Dann haben wir jetzt wohl einen neuen Freund, nämlich diese wunderbare Ratte hier, Leute. So. Zack, die haben wir jetzt aber schon drei. Oha, jetzt ist sie aber ganz schön auf Speed. Ach du heilige. Gibt es da irgendwie ein System, wo die auftaucht? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie ziemlich schnell ist. Egal, wir treffen sie jetzt einfach ein paar Mal. Und dann haben wir hoffentlich wieder unsere Ruhe, würde ich mal sagen. So, das war das zweite Mal. Jetzt kommt sie doch gleich wieder hier runter. Dann treffen wir sie das dritte Mal und jetzt geht sie wieder ab. Jetzt ist sie wieder, ne, richtig auf Speed. So, hier drüben müssen wir sicher sein. Jetzt erstmal, ne, nicht ganz. Wo kommt sie? Da kommt sie. Okay, jetzt ist sie aber wieder ganz normal unterwegs und das bedeutet für mich, dass wir, oh, ihr Schaden machen können. Was war das jetzt für eine Attacke? Die hat sie vorher noch nicht gemacht. Egal, wir lassen uns nicht beirren. Jetzt ist sie wieder auf Speed, sieht wieder aus wie so eine atomverseuchte Ratte. Aber hey, ich will ja hier nicht diskriminieren werden und die Minderheit der radioaktiv verseuchten Ratten hier schlecht machen. Zack, du hast wieder gleich mal ein bisschen Schaden bekommen. Und da hat sie gleich das zweite Mal kassiert. Und hier das dritte Mal. Wow. Das war eine schnelle Runde von uns. Das muss man uns mal lassen. Da kommt er. Da gehen wir hier rüber. Oha, oha. Oh shit, das war nicht so gut. Ich dachte, die würde nicht nochmal an der gleichen Stelle auftauchen. Okay, da ist sie. Oh, daneben. Aber jetzt haben wir getroffen dafür. Und zack, nochmal. Und ja, das war das dritte Mal und damit haben wir die Ratte scheinbar besiegt. Oh, jetzt weiß die Kleine gar nicht, wo sie hin soll. Giant Moonrat or no Giant Moonrat. Nothing's gonna keep this duck from that green cheese and all the green it's gonna make me. So, der grüne Käse gehört also uns und wir haben das Level wirklich abgeschlossen. Aber was ist denn mit McMoneysack? Der ist doch jetzt einfach so davongekommen und Gizmo Duck ist auch weg. Naja. Wer weiß, wie wir jetzt wieder nach Hause gekommen sind. Wir bekommen auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Money. Dreh den Swag auf. Gucke kurz in den Spiegel, sag what up. So, ich lasse einfach durchlaufen, dann wollen wir mal gucken. All five treasures are mine. Boys? Oh shit. Sorry, McDuck. But your meddlesome nephews are a wee bit tied up at the moment. Flintheart Glomgold, you put the Beagle Boys up to this. Guilty as charged, Scroogey. I've been the world's second richest duck long enough.
But these treasures will soon change that. Oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over that last treasure. Don't do it, Uncle Scrooge. Don't do it. The way I see it, Macduck, you're not in much of a position to argue. Yeah, aye. You drive a hard bargain, Glumgold. Take it, you filthy cheat. Flintheart Glumgold, the richest duck in the world. How does it feel to be number two, Scroogey? Ah, jetzt kommt ihr auch noch. Gundelgauklee. Magica Dispel! Oh, it's so rude of me to drop in unannounced. What are you doing here, Magica? Quick, somebody sound the alarm! Duckworth, Mrs. Beakley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds. Not so fast, fools. Wackaroody, Uncle Scrooge, I can't move. Me neither. Now I know how a statue feels. Greedy old fools. These treasures are far more valuable than money. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yes? Painting of Drake von Gladstone, also known as Count Dracula Duck. These treasures are part of spell to summon him. Bah, what rubbish. You will see. With power of Dracula Duck under my command, I will rule the world. Unless, you'd rather surrender number one dime, Scrooge. Dime is much gentler way to conquer world. Will save me great deal of trouble. Also, less risk of accidental Dracula bite. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. Und schon sind die Neffen wieder weg. Find your own. Quiet, piggle boys. Assi. Now I take leave. Bring number one dime to my home and Mount Vesuvius in 24 hours, or little nephews will become Snackula for Dracula. Yeah! Yeah. Oh dear, sometimes I still get carried away. Die ist schon ein bisschen verrückt. That lousy, no good so-and-so. I stole those treasures, fair and square. This is no time for bellyache and Glumgold. I've got to save those boys. Pah, forget it. That she-devil's long gone. You can't catch her now. Maybe you're right, Flinty. That leaves me no choice. How about a deal? You help me get the boys back, and you can keep the five treasures. Ha! Without your dime, I'll become the richest duck in the world, and you'll be nothing but a shriveled up old has-been. That dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. Oh man, auf was wir uns hier einlassen, doch. I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability, and I'm gonna be the richer for it. Oh, go soak your head. Oh Mann. Ja, ja. Halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher. Unter diesem Motto haben wir jetzt hier Mac Moneysack scheinbar mit ins Boot geholt und es geht auf den Vesuv, den Now remember Vulkan. Our deal, Flinty. Help me rescue the lads and the treasure is yours. You keep up your end and I'll keep up mine. Okay, und damit ist er schon wieder weg. Ja, das ging ja jetzt ein bisschen schnell. Egal, wir rushen hier dann einfach mal hinterher, würde ich sagen. Oh, wo soll ich denn da oben hinkommen? Wo soll das denn gehen? Wenn ich auf der Ente raufspringe, komme ich ja auch nicht höher. Hm. Ach, Moment. Wieso? Ja, genau. Meine Güte. Oh, da haben wir jetzt aber 1 und 1 zusammengezählt und haben wirklich 2 rausbekommen. Also manchmal überraschen
überrasche ich mich ja echt. Aua, selbst, das war ja dämlich. Ne. Nicht nur im positiven Sinne, scheinbar auch im negativen. So, ey. Du sollst da rüberspringen. So. Und die Ente. Oh, die ist da runtergesprungen. Shit. Okay, kommen wir da rüber? Ja, das passt. Und kommen wir hier auch rüber? Ja, das passt nochmal. Wow. Boah, das ist jetzt aber fies hier, wie die Gegner hier so drauf sind. Das ist jetzt aber wirklich fies. Jetzt würde ich gerne erstmal die Fledermaus... Oh. Shit, ey. Erstmal die Fledermaus so kalt machen, damit ich den Dingens noch benutzen kann, um... Na toll. Boah. Was? Die Ketten, die halten nicht unendlich? Das ist aber neu. Ach so, nee. Ah, schaut mal. Manche von denen sind wirklich so angenagt, sag ich mal. Die halten dann scheinbar nicht ganz so lange. Okay, das haben wir hier geschafft. Und da ist McMoney-Sack. Mal schauen, was der jetzt macht. Was denn? Ich hab das doch kaputt gemacht. Jetzt stell dich mal nicht so an, McMoney-Sack. So. Jetzt müssen wir hier... Oh, wieder die... kranken... Viecher nehmen. Als Hüpfbogen sozusagen. So, oh shit, einfach mal in die Lava gejumpert. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber schaut mal, wo wir... Ey, schaut mal, wo wir rausgekommen sind und schaut mal, wo wir gleich wieder reingesprungen sind. Weil wir einfach die absoluten Nichtskönner sind. Aber was sag ich eigentlich? Wir? Eher ich, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie gut ihr so seid in Jump'n'Runs. Pogo ohne Ende haben wir da gerade freigeschaltet. Oh, jetzt wird es hier aber dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln, sagt man ja immer. So, die Ente hier unten. Ach, guck mal, da hinten ist McMoney-Sack, sehe ich gerade. Zack, hier kommen wir hoch. Sehr gut. Wutsch. Ist ja lustig gemacht, dass McMoney-Sack da hinten dann so rumeiert. So, und den hätten wir erwischt. Vorsicht, Fledermaus im Anflug. Aber ganz gut ausgewichen eigentlich von uns. Au, scheiße. Das war jetzt aber nicht so gut ausgewichen. Gebe ich ja zu. Zack. Okay, Moment. Oh, shit. Mach kaputt die alte Maus hier. Ah. Aua, aua, aua. So, und hier hoch mit uns. Eieiei, das wäre geschafft. Was macht McMoney, sagt denn da? Meine Güte, du bist ja ein richtiger Highlander. Na gut, ist auch ein Schotte. Der muss ja wissen, wie man Steine und Bäume und sonstiges schmeißt. McMoney-Sack. Zack, Dankeschön, ey. Dankeschön für deine Hilfe, mein lieber Freund, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber na, ein Freund ist ja nicht so wirklich, muss man ja mal sagen. Der macht das ja nur aus Eigennutz. Der will ja nicht hier die Neffen mit uns retten. Der will ja einfach nur, dass wir ihm die, oh, die Sachen überlassen. Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, dass Dagobert ihm wirklich die Sachen überlassen will. Aber wir lassen uns mal überraschen, was Dagobert sich da noch einfallen lassen wird. So, das haben wir auch geschafft. Den Steinen wären wir ausgewichen. Und einmal hier kaputt schlagen. Da gibt es eine Torte für uns, die uns dann sämtliche Lebensenergie wieder zurückgibt. Sehr gut. Haha. Ich glaube, das geht hier momentan ganz gut voran. Oh, das sieht aber jetzt haarig aus. So, okay, da müssen wir dann auch gleich nach oben. Also hier rauf. So, und zack, hier hoch. Da ist McMoney-Sack wieder. So. Ach, hier sind zwei. Also schwer wäre es, wenn man wirklich nur auf denen raufspringen dürfte und nicht auf die Dingens. So, Moment, lass mich mal überlegen. Hier ist bestimmt wieder, yo, hier ist bestimmt wieder ein Geheimgang, wollte ich gerade sagen. Und hier ist wirklich wieder ein Geheimgang. Die paar Truhen lassen wir dann natürlich auch nicht zurück. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Die sammeln wir natürlich ein. So, wie sieht's zeitlich aus? Na, ein bisschen Weg haben wir noch, um zum Endboss zu kommen. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal wieder ein Cut für heute. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play DuckTales. Und bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao!